Grüß Gott, ich bin Pfarrer Arne Marco Kirsebom und ich habe jetzt gerade Grüß Gott gesagt, weil ich habe eine Mutter aus Österreich gehabt. Leider habe ich nicht ganz den österreichischen Akzent mehr, weil ich viele Jahre in Deutschland gelebt und gewirkt habe. Aber ich hoffe, dass Sie mich verstehen, wenn ich so spreche, wie ich spreche. Ich bin wegen meiner Mutter katholisch getauft worden in St. Olav in Oslo und katholisch aufgewachsen. Und nach der Schule und dem Militärdienst habe ich mich ausgebildet als Diplom-Ingenieur in Trondheim. Und in der Zeit, wie ich in Trondheim war, habe ich die Berufung gespürt, Norwegen als Priester zu dienen. Und nach der Ausbildung bin ich dann in der Ordensgemeinschaft von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens in der deutschen Provinz eingetreten, weil zu der Zeit hat die Provinz die Verantwortung für Mittelnorwegen gehabt und es war für mich natürlich, in der Gemeinschaft einzutreten, die vor Ort da war. Und nach der Ausbildung und einer Zeit als Kaplan in Deutschland habe ich in Norwegen gewirkt von 94 bis 97. Und von 2002 bis heute. 1997 bis 2002 war ich ein Jahr in Deutschland und fast 3,5 Jahre in Argentinien gewesen und habe dadurch auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In Norwegen war ich auch in verschiedenen Pfarreien und im Moment bin ich als Vikar hier in Bodø in Nordnorwegen. Und seit dem 2. Februar bin ich in dem Prälatur Tromsø inkardiniert. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich eben diese Berufung für Norwegen gespürt habe und auch weil die meisten Geistlichen in Norwegen keine Norweger sind. Und deshalb bin ich hier, damit ich als Norweger in Norwegen dienen kann. Und zurzeit arbeite ich mit diesem neuen Medium für mich, mit dem Video. Ich habe schon einige Videos im Norwegischen gemacht, mit verschiedenen, würde ich sagen, katechetischen Inhalten, mehr für Erwachsene gedacht. Und ich möchte jetzt auch Deutsch dazufügen, um mehrere Leute erreichen zu können. Und ich hoffe, dass Sie an dieser Reihe Interesse finden werden. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie oft und wie viele Videos kommen werden, aber ich hoffe, dass es auch eine Reihe im Deutschen sein wird und ich hoffe, dass ich ausreichend gut Deutsch beherrsche, sodass Sie mich wirklich verstehen. Vielen Dank.